Hallo, guten Abend. Wir starten eine halbe Stunde früher, weil sonst bin ich eingeschlafen. Ja, mein Look wird heute mit der Lidschattenpalette Nummer 3 geschminkt werden. Das kam letztens so gut an, dass ich euch diesen Look einfach nochmal zeigen mag. Ihr habt den schon im Vorfeld auf einem Foto gesehen, wo ich nochmal für das Monatskudo ja, geworben habe. Und ja, lasst euch überraschen. Dann legen wir los. Ich habe das Gesicht wie immer vorgeprimert. Trage jetzt noch den Augenprimer auf. Ihr seht, so eine kleine Menge reicht, um unsere Augen beziehungsweise den Lidschatten dann auf den Augen zu halten und ohne dass dieses dann in die Lidschattenfalten hineinrutscht. Hallo, guten Abend. Und eigentlich wollte ich euch ja noch versuchen zu teilen. Nebenbei, ich habe mir da hier unten noch so einen Laptop hingestellt. Und ich habe ja wie immer keinen Plan, wie man das macht. Von daher gucke ich jetzt einfach mal, was passiert. Ja, ich sehe mich. Sehr gut. Dann gucken wir noch. Mädels, Moment. Ich habe keine Maus, das ist ein bisschen schlecht. Und dann teilen wir das noch schnell, bevor wir loslegen. So. Teilen. Teilen, teilen, teilen. Wo teilen wir das hin? Natürlich auf die Beauty-Lounge-Seite. Ist ja ganz logisch, gell? Irgendwie habe ich mir das schneller vorgestellt. Auf einer Seite, die du verwaltest, teilen. Ja, machen wir doch glatt. Und dann kriegen wir das nämlich auch alles schön live mit. Das könnten wir ja vorab einstellen, glaube ich. Okay, gut. Hab's gepostet. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich das noch groß kriege. Weil dann kann ich nämlich eure Kommentare lesen. Super. Jetzt muss ich noch den Ton ausstellen. Das ist gar nicht alles so einfach, Mädels. So. Gut. Also, wie gesagt, wir starten. Vorgeprimert haben wir Augen und ja, Augen und Gesicht. Heute arbeiten wir wieder mit der BB-Cream. Die tragen wir uns jetzt ganz flockig, lockig, flockerl und lockig auf. Heute einfach nur mal so mit den Händen. Ja. Und mein Plan, die Kommentare auf dem anderen Laptop zu lesen, die gehen irgendwie leider nicht. Schade. Aber freut mich, Michaela, dass du zuschaust. Dich sehe ich. So. So. Ich muss ja immer ganz trickreich arbeiten, weil, wie gesagt, die Kontaktlinsen reichen auch bis da vorne leider nicht hin. So. Ach so, siehst du hier, mein Hals habe ich vergessen, also so ein bisschen unterm Kinn noch so hier. Vor lauter Schwätzen, gell? So. Das Witzige ist, ich sehe mich hier unten in Zeitlupe, also nicht in Zeitlupe, also zeitversetzt. Ist auch ganz witzig. So. Wir machen da ein bisschen Contouring mit dem helleren, der helleren BB. Finde ich auch ganz nett immer. Dazu benutzt man Beauty Blender. Tragen uns das hier auf. Hier. Dazu brauchen wir noch ein bisschen was. So. Und machen das hier im Dreieck. Und hier oben. In diese BB-Creme könnt ihr auch ein bisschen Concealer mit reinmischen. Dann hält das noch ein bisschen besser, ist ein bisschen deckender alles. Arbeitet ruhig bis hier hinten hin.
konturiere heute hier unten auch noch. Gefällt mir in der letzten Zeit auch ganz gut. Man probiert sich ja auch immer aus, ne? Was jetzt hier noch schöner aussieht. Da braucht man einfach ein bisschen Mut. Und schon funktioniert das. Was habt ihr denn heute alles Schönes gemacht? Erzählt mal. Ach, im Übrigen, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, mein Mann guckt Fernsehen. So. Das Ganze werden wir jetzt mit unserem Beachfront ein wenig konturieren weiterhin. Ich finde immer, auf dieser Seite sieht das viel deutscherlicher aus wie auf dieser, aber das ist gar nicht so wirklich. Eigentlich ist es gleich. Ich könnte es ein bisschen ausblenden, indem man nach oben das Ganze noch ein bisschen verwischt. So. Für die hohe Stirn und um einfach frischer auszusehen, ziehen wir hier oben noch die Linie. Das sind alles Vorgänge, wenn ihr mir regelmäßig zuschaut, die ihr schon kennt. Ne? Ich muss mal gucken. Ich nehme jetzt eigentlich einen Foundation-Pinsel, aber um mir hier die Linien zu ziehen, nehme ich den mal kurz. Also man kann die Produkte auch ruhig mal zweckentfremden. Schadet gar nichts. Und diese Linien ziehe ich einfach, um die Nase dann schmaler aussehen zu lassen. So, jetzt ist gerade wieder meine eine Kontaktlinse hier so ein bisschen verrutscht. So, das haben wir geschafft. Beachfront haben wir gemacht. Wir setzen jetzt ein paar kleine Highlights. Und zwar machen wir das wieder wie immer mit unserem tollen weißen Puder. Das ist das A la Mode Puder. Gehen hier unter die Augenbrauen. Und ziehen wirklich nicht das Ganze dahinter, sondern nehmen wirklich nur den kleinen Teil. Ich bin mal gespannt, ich kriege die Kontaktlinsen nochmal angepasst. Es kommt nochmal eine neue, weil wie gesagt, die verrutschen mir zwischendrin und das ist total blöde. So, unsere Nase. Da geben wir ein kleines Highlight. Noch ein bisschen. So, seht ihr schon, die glänzt etwas. Gehen hier hin, setzen uns hier oberhalb noch ein Highlight. Machen wir auf der anderen Seite auch. Ja, und zwischendrin, wenn ihr mir zuschaut, dann sendet mir doch mal ein Hallo oder ein Herzchen. Es freut mich immer. Ich versuche es dann auch zu lesen, was ihr schreibt. Gib mir echt Mühe. So. Gut. Jetzt kommen noch schnell die Augenbrauen dran. Und da erinnere ich euch heute nochmal an unsere Augenbrauenpalette. Die ist im Monatsangebot. Augenbrauenpalette, ich hätte beinahe gesagt, ein Stift, ein Pinsel. Lasst mich kurz suchen. Einen Kajalstift ist dabei und unsere Mascara. Das kriegt ihr im Monatsangebot im Moment noch. Im September. So, und wie gesagt, wollten wir ja die Augenbrauen machen. Und da gehen wir hin und ziehen uns diese Linie einfach nach. Ich habe die jetzt nicht voraus abgebürstet,
Hätte man noch mal machen können, damit alle Haare in der richtigen Richtung stehen. Aber ich habe ja vorhin den Augenprimer ja auch benutzt und bin fast bis hier oben reingegangen. Ne? So, das Ganze, ich bin auch lustig, ich lege eben den Stift zur Seite, dabei habe ich auf der anderen Seite das, was ich jetzt brauche, um das überschüssige Produkt ein bisschen herauszunehmen. Und um die Kante nicht so kantig aussehen zu lassen. So. Und dann kann ich nochmal hergehen, um das wirklich ganz natürlich aussehen zu lassen, kann ich mir hier vorne dann nochmal mit der BB Cream das ein wenig abtupfen und setze mir hier so zwei kleine Tupfen hier hin und gehe dann hier hin. Und ihr seht, Kanten verschwinden ein bisschen, es sieht natürlicher aus, es ist weicher gezeichnet. So, ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch dieses Gel hier, dieses Farbgel nochmal benutzen, um eventuelle, Moment, ich habe da ein Haar dran, so, um eventuelle störrische Härchen in Form zu bringen. Können wir jetzt noch mal, das zeige ich euch jetzt noch mal, dass die dann alle richtig schön und glatt liegen. Oh, und jetzt sehe ich, die endlich kommen auf der anderen Seite hier die Kommentare. Ist ja geil. Das freut mich jetzt, dass das geklappt hat. Und jetzt geht natürlich das aus, war klar, da war dann der Bildschirmschoner angegangen. So. So. Also wer diesen glänzenden Look von den Augenbrauen dann nicht so mag, der lässt das einfach weg. Man muss das nicht machen. Aber wie gesagt, bei so kleinen, störrischen Augenbrauen darf man das dann ruhig. Und ihr könnt das dann auch wirklich nochmal nehmen und könnt das wirklich so in die richtige Richtung bürsten. Man sollte natürlich sein Haupthaar auf dem Kopf nicht mitbürsten und mitnehmen. Gut, so. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten, nämlich der Augenbrauenpalette, ne? So, und ich muss euch ein bisschen aus dem Bild holen, sonst habe ich immer so viel Grün und sehe dann mich selber nicht. Augenbrauenpalette 3 ist wie folgt. Ich muss immer den Spiegel ein bisschen zuhalten, damit ihr nicht so geblendet werdet. Das sind diese Farben und wir arbeiten heute mit Ästhetik und Cheeky. So, diese zwei Farben, also die hier und die hier. Ich glaube, so rum ist, Moment, das ist Cheeky und das ist Ästhetik. Ihr seht schon, ich blende euch wieder, ne? Das ist eine, das sind beides schillernde Farbtöne. So, dazu brauchen wir Pinsel, ganz wichtig. Mutti muss die Pinsel suchen hier. So, Pinsel gefunden. Hoppala. Wir werden erst in den hellen Ästhetik-Farbton gehen. Das seht ihr jetzt gleich. Ich starte damit einfach mal. Und ich zeige euch jetzt zwei unterschiedliche Augen. Einmal mit etwas angefeuchtetem Rosenwasser und einmal ohne. Vielleicht kann man den Unterschied sogar sehen dann. Ich hoffe, dass man ihn sieht. Weil das sind, wie gesagt, Metallic-Farben und wenn man die anfeuchtet, wirken die dann nochmal doppelt so mit Schimmer. Und dann machen wir das Auge mal ohne. Wobei die auch schon ohne Wahnsinn sind. Also das seht ihr ja. Die sind, ja, guckt mal. Das ist... Kenne ich von diesen 0815 Produkten überhaupt nicht, dass die gleich beim ersten Mal bei so wenig
wirklich so strahlen. So, gehen wirklich hier oben auch noch ein bisschen drüber hinaus. So. Schaut mal. So, dann muss ich aber jetzt erst das eine Auge fertig machen, damit ich das andere Auge feucht machen kann mit dem Rosenwasser zusammen. Dann gehen wir in die Farbe Cheeky und gehen einfach hier hinten, ich habe das letzte Mal, ich muss nur gucken, ja, einfach so, einfach nur aufgepresst, schaut mal, das geht nämlich auch. Man muss da gar nicht rubbeln und schrubben und so, sondern man kann es einfach nur so aufdrücken und die Farbe hält auch. So, jetzt haben wir den Augen Innenwinkel hier gemacht und dann zeichnen wir uns noch so die kleine 1 hier hin. So. Dann machen wir das Auge einfach komplett jetzt fertig. Das verwenden wir auch unseren Blending Brush jetzt. Und gehen hier richtig hinein und verblenden das Dunkle dann noch. Und ich höre immer, Mensch, Steffi, das sieht so schwierig aus. Das ist überhaupt nicht schwierig. Guck mal, ich habe es auch nicht gelernt. Ein bisschen Übung, ein bisschen die Reihenfolge und dann könnt ihr das auch. Das ist total einfach. Und ihr werdet, das habe ich auch gemerkt, ich wurde sonst nie angesprochen, und ihr werdet wirklich angesprochen. Hey, du siehst irgendwie frischer aus, du siehst toll aus, was hast denn du gemacht? Das ist alles der Effekt hier von unseren Produkten. So, schaut, das eine Auge ist fertig. Jetzt machen wir das Ganze mit unserem Rosenwasser. Ich muss nur die richtige, ja, wieder erwischen. So, sprühen den kurz an. Und es duftet schon wieder nach Rosenwasser. So, und weil ich so ein Dödel bin, vergesse ich immer, welche Seite ich habe. Gehe nochmal schnell ins Produkt rein. So, und muss ein bisschen über Kopf arbeiten hier. So. Vielleicht könnt ihr sehen, dass das ein bisschen mehr schimmert. Schon. Wie die andere Seite. So. Das kann natürlich jetzt sein, dass es nicht ganz so bei euch ist. Oh, Kontaktlinse. Bleib da, wo du bist. So. Dann gehen wir auf die andere Seite. Jetzt muss ich wieder gucken, welche Seite ich benutzt habe. Ja. Gehen in unser Produkt rein. Streichen das ab. Da brauchen wir jetzt natürlich nichts mehr abklopfen, weil es ist ja feucht, wie gesagt. Und gehe dann hier hinten hin. Presst das, wie gesagt, wirklich nur auf. So. Und dann mache ich mir diese kleine 1 wieder dahin. So. So. Und dann verblende ich das Ganze auch wieder. So. Ihr könnt natürlich auch, siehst du, das kann ich euch auch noch zeigen, wenn ihr highlighten wollt, nicht unbedingt mit dem Highlight,
mit dem Highlighter hier, mit dem A la Mode. Könnt ihr natürlich auch wunderbar hier aus der Palette was rausnehmen. Da nehmen wir jetzt mitten und gehen nochmal drüber. Ich mache das jetzt mit dem Finger ganz schnell. Ihr seht, einmal kurz drüber gefahren, Produkt aufgenommen und gehen hier unten hier rein. Gehen dann dahin und highlighten hier unter der Augenbraue nochmal, um einfach das Auge offener wirken zu lassen. So, jetzt werden wir hier unten die Linie nochmal ziehen. Die ziehen wir mit der dunklen Farbe. Da gehe ich einfach hier hin und setze die ein bisschen hier drunter. Ich nehme bewusst so einen breiten Pinsel, um das auch ein bisschen in der Unterlinie wirken zu lassen, um es einfach auch verruchter und so aussehen zu lassen. Genau. So. Und vorne gehen wir jetzt rein. Und weil ich diese Creme-Lidschatten so mag, haben wir die Farbe Dandy in meiner Tasche irgendwo. Lalala, ist natürlich genau die, die immer als letztes rauskommt, wenn ich sie finde. Ich hätte sie mir vorher schon auf dem Tisch liegen lassen sollen. So, nehmen unser Denti, gehen mit einem kleinen Pinsel ins Produkt und setzen uns die in den Augeninnenwinkel, um das Auge zu öffnen und einfach frischer aussehen zu lassen. Und was ich bei dem Look auch noch gemacht habe, ist, ich habe das ein bisschen hier nach oben gezogen. So, das macht man natürlich auf der anderen Seite auch noch. So, und dann wirkt das gleich noch mal ganz anders. Hallo, grüß dich, Katja. Freut mich, dass du auch zuschaust. So, weil wir fast fertig sind. Das ist mein Look von, ich muss überlegen, von am Freitag. Den schminke ich euch noch mal nach, weil Julia gesagt hat, boah, sieht super aus. Lidschattenpalette 3, zur Erinnerung. Ja, Augen. Jetzt kommt noch hier unser Epic zum Einsatz. Klar, der darf ja nicht fehlen. Den machen wir jetzt noch schnell dran. Und ich habe irgendwie den Eindruck, seitdem ich diese Epic benutze, sind meine Wimpern auch viel länger geworden. War mal am Anfang so stoppelkurz. Und ich weiß wieder, ich habe wieder einen Schritt vergessen, holen wir aber nach. So ist er halt, die Steffi. Gell? 15.000 Dinge im Kopf, was kommt jetzt, was kommt jetzt, bitte nichts vergessen. Oh Gott, nein, du darfst nichts vergessen und schwupp geht's daneben. Wisst ihr denn, was ich vergessen habe? Das könnt ihr mir ja mal kurz schreiben. Vielleicht wisst ihr das ja schon. So. So, und hallo Maria, du bist schon da? Ich dachte, du wärst noch bei Party. Auf der Party, wie auch immer. Aber freue mich, dass du da bist. Schön. Ich habe mir einen Laptop zur Hilfe genommen, hier unten links. Da kann ich eure Kommentare lesen und dann gucke ich da ab und zu drauf. Und ja, tschakka. So, Mädels, was habe ich vergessen? Ja, und ich habe natürlich nicht alles wie immer hingelegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Beziehungsweise der eine, den hatte ich eigentlich auf den Tisch gelegt und irgendwie ist er verschwunden. Mist.
Ja, dann improvisieren wir. Und zwar, Kajalstift habe ich vergessen. Wir setzen die Hälfte in Schwarz und die Hälfte in Weiß. Und das sollte man bitte, bitte, bitte vor dem Mascara machen. Weil es kann passieren, dass ihr euch jetzt diese feuchte Mascara, so wie bei mir, hier unten wieder drauf drückt. Das soll natürlich nicht passieren. So. Und da ich meinen weißen Kajal nicht habe, nehme ich jetzt einen von einer anderen Firma, der mein weißer Kajal liegt da hinten auf dem Tisch irgendwo. Und bevor ich den irgendwie suche, nehme ich jetzt schnell den, den ich zur Hand habe, den ich eigentlich gar nicht mag, weil der schmiert ohne Ende. Aber schaut mal, ihr seht gleich den Unterschied, ne? Als wenn ich diese ganze Linie schwarz gemacht hätte. So, ene mene mu, was haben wir noch? Genau. Und um unser ganzes Gesicht dann abzurunden, werden wir später dann auch noch mit dem Setting Powder arbeiten. Aber ich mache mir jetzt erst noch schnell rote Bäckchen. Habt ihr schon gemerkt, ich stehe im Moment auf rote Bäckchen, oder? Dazu entfremde ich wieder unseren Splash-Lippenstift. Geh kurz hier hin und hier hin. Oh, das war viel. Also ihr braucht nur ganz, ganz wenig. Ihr werdet jetzt sehen, wie rot das wird. Bin mal gespannt, wie gut ich das dann verarbeitet bekomme. Das mache ich einfach mit den Fingern. Gehe hier hin und reibe das mir, wie gesagt, nach hinten bitte weg. So. Ja. Und nicht immer so Rotbäckchen machen, ne? Das mache ich hier jetzt auch. Und ihr seht schon, auf der Seite wird es halt ein bisschen kräftiger. So. Und wenn ich so zwischenrein pinsel, ihr wisst, meine Kontaktlinsen, die wollen nicht so, wie sie sollen. Gut, das Ganze runden wir jetzt hier ab und nehmen dieses Setting Powder nochmal. Und gehen hier rein und setten das Gesicht nochmal fertig ab. So. Hallo Ramona, grüß dich. Ich sehe dich. So. Dann haben wir das abgesettet und jetzt kommt hier mein kleines Highlight, mein Lipstain. Den liebe ich, diese Farbe ist sowas von geil. Und wie gesagt, ihr könnt diesen auftragen, wenn ihr ihn mehrmals auftragt, wird es deutlicher, wird es kräftiger. Ich bin ein Fan von nur einmal auftragen. Und der ist, oh, ich könnte mich in diese Farbe reinsetzen, die ist sowas von, oh, schön. Muss ja selber lachen, weil einfach, oh, ja, ihr seht es jetzt gleich. So, und das ist wie gesagt auch unser kussechter Lippenstift. Wenn der getrocknet ist, ist der wirklich bombenfest. Und solange der noch flüssig ist, könnt ihr noch ein bisschen korrigieren. Ansonsten wird es echt schwierig. Ja, ihr seht, ich bin fertig. Lippen lasse ich noch trocken, mache gleich hier den Test nochmal für euch. Hey, danke fürs Teilen. Das ist ja super lieb. Danke, Ramona. Und ja, freut mich, dass ihr so spät noch zugeschaut habt. Finde ich klasse von euch. Vielen Dank. Das war im Prinzip mein Look mit Lidschattenpalette 3. Ich klappe sie nochmal auf. So, da seht ihr es.
gearbeitet, wie gesagt, mit diesen zwei Farben an den Augen. Ich zeige sie euch nochmal so. Und die eine Seite haben wir nass bearbeitet und die andere haben wir trocken gelassen. So, und jetzt müsste der trocken sein. Ja, nicht ganz. Ein kleiner. Ja. Ihr seht, ich habe nass geküsst. ein kleiner, ja, was auch immer das ist, das sieht aus, das ist noch nicht mal vom Lippenstift, das war irgendwas anderes. Keine Ahnung, schaut, seht ihr das? Das ist eben wie ein Fussel. Naja, egal. Also ihr seht, ihr hält nichts drauf. Gut, ich danke euch, wie gesagt, ich bin schon längst wieder am Ende, ich quatsch euch wieder nur zu. Schön wäre es, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und gehabt euch wohl, einen guten Schlaf und eine gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.